Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer wundervollen Reihe And the Oscar Goes to Germany. Und viele Gesichter sehe ich ja auch nicht zum ersten Mal. Sie alle wissen, hier waren schon einige tolle Gäste, die uns einiges erzählt haben, ganz entgegen des Mottos von Billy Crystal, was bei den Oscars ist, kommt hier ins Filmmuseum natürlich. Und es ist die letzte Veranstaltung vor der Finissage, die wir in dieser Reihe haben. Und wir wollen, bevor wir gleich loslegen, noch ein paar Leuten danken, die hier ganz besonders wichtig waren. Das sind natürlich zuallererst die Kuratoren Jessica Niebel und Michael Kinzer, die die wunderbare Ausstellung im dritten Stock erstellt haben, mit vielen, vielen Leuten dazu und die Veranstaltung drumherum, das ist Johanna Rohl. Und einen großen Applaus zunächst mal für diese drei Personen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. All diese Veranstaltungen, diese Ausstellungen wären nicht möglich ohne die Förderer der Ausstellung. Das ist zum einen die Stadt Frankfurt, die Hessische Kulturstiftung, die Speyersche Hochschulstiftung sowie das US-Generalkonsulat in Frankfurt. Und dazu kommen auch die Kooperationspartner, das sind die Deutsche Lufthansa, das Lindner Main Plaza, das heute Frau Link auch das Hotelzimmer spendiert, Skoda, die unsere Gäste entsprechend von einem Ort zum anderen führt, und Gallo Winery, die heute die Weine gestellt hat. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geschmeckt. Auch ein Applaus an alle unsere Sponsoren. Ja, nach all diesen tollen Gästen bin ich so glücklich, dass wir heute einen so wundervollen Gast hier haben. Ich will gar nicht groß vorstellen, ich sage einfach herzlich willkommen, die erfolgreichste Regisseurin Deutschlands, Caroline Link. Ja, nehmen Sie Platz. Sie sind ja jetzt auch noch Schirmherrin des Freundeskreises hier und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie sich dem Museum und dem Haus hier so verbunden fühlen, was natürlich auch ein bisschen mit Ihren Wurzeln zu tun hat. Sie sind gebürtig aus Bad Nauheim, wie wir ja schon oben erfahren haben. Ja, genau. In Hessen verbinde, also mit Hessen und mit Bad Nauheim und Frankfurt verbinde ich viele schöne Jugenderinnerungen. Lustigerweise ist mir aufgefallen, als ich gelandet bin am Flughafen, und ins Auto gestiegen bin und abgeholt wurde und gefahren bin. Nicht der Blick aus dem Taxifenster so sehr hat bei mir Heimatgefühle ausgelöst, sondern der leichte hessische Sound von den Leuten. Und das finde ich immer so toll, weil Sprache, und das war ja oft Gegenstand auch meiner Filme, also Thema in meinen Filmen, Sprache ist zu Hause. Und dieser Klang hessisch, der mir in Bayern am Anfang immer nicht vorgeworfen, aber bemerkt wurde, sage ich mal, Der macht so ein Zuhausegefühl bei mir, wenn der Erste mich so Hallo wie und SCH und CH, alle das Gleiche. Das ist irgendwie, das ist dann so, da bin ich dann wieder, da fallen mir sofort Gesichter ein und Erinnerungen an Bad Nauheim. Ja, ich versuche hochdeutsch zu bleiben an dieser Stelle. wir reden heute natürlich ganz besonders über die Oscars. Sie sind tatsächlich der perfekte Gast, weil Sie nochmal ganz andere Facetten reinbringen können in diese Reihe, denn Sie waren einmal nominiert und haben ihn dann nicht bekommen für Jenseits der Stille. Und dann haben Sie ihn gewonnen, waren aber nicht dort. Und ich glaube, das sind nochmal ganz tolle Informationen, die wir da heute von Ihnen erfahren werden. Ja, also was ich gerade, als ich den Trailer gesehen habe, schon gedacht habe, und auch natürlich nicht zum ersten Mal gedacht habe, ist, dass es schon wahnsinnig schade ist, dass ich da oben nie gestanden habe. Wenn ich das sehe, dann denke ich natürlich schon, Mann, hättest du vielleicht doch hinfahren sollen. Aber ich bin ja da nicht hingefahren. Aber ich habe zumindest von unten nach oben einmal geguckt bei der Oscar-Verleihung. Was war das? 98, Entschuldigung, bei Jenseits der Stille. Aber dass ich da oben nicht mal von oben runter gucken konnte, das ist eigentlich doch bedauerlich, muss ich sagen. Vor allen Dingen verdient hätten sie sich ja. Haben ihn ja auch gewonnen und dann aber zugeschickt bekommen. Aber dazu kommen wir später. Ich würde es gerne ein bisschen chronologisch machen. Wir haben sie im Oktober angefragt, ob sie bereit sind, hier zu uns zu kommen und über die Oscars zu reden. Und da kam eine ganz bemerkenswerte kurze E-Mail zurück. Mit ihrer Erlaubnis darf ich da einen kurzen Satz daraus zitieren. Lieber Herr Spörri, ich denke, es gibt nichts über den Oscar zu sagen, was ich nicht schon 100-mal in irgendwelchen Interviews gesagt habe. Jedes Jahr im Februar sage ich quasi das Gleiche, aber ich sage es auch gern nochmal. Denn der Oscar scheint die Welt zu faszinieren. Das ist wirklich was. Ich habe ein bisschen recherchiert und tatsächlich, Sie haben einen gesamten Leitsordner mit Interviews schon zu den Oscars, seit Sie ihn gewonnen haben. Und dieser Satz, der Oscar scheint die Welt zu faszinieren, signalisiert so ein bisschen, die Faszination ist bei Ihnen gar nicht so angekommen. Nein, also es ist ja wirklich so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe über diesen Oscar. Es ist ja gar keine Frage.
Nur wenn man dann da steht und eigentlich in seinem Herzen gerade mit was anderem beschäftigt ist, in diesem Fall war das ja, wie auch schon jeder weiß, dass meine Tochter sehr krank war. Sie hatte keinen Schnupfen, sondern war wirklich im Krankenhaus und war ein kleines Baby, 8 Monate, und war wirklich krank. Und dann alle um einen herumstehen und sagen: Mann, der Oscar, weißt du denn nicht, was das bedeutet? Und Wahnsinn. Und dann bekommt man Telegramme von Politikern und alle wollen sich dann mit einem fotografieren und man kriegt einen Preis dafür, dass man diesen Preis bekommen hat. Also ich habe wahnsinnig Auszeichnungen dafür bekommen, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe. Dann denkt man, dann hat dann in mir weckt das den Impuls zu sagen, entspannt euch mal. Also der Oscar ist toll, aber der ausländische Oscar hat auch schon sehr, also die Academy hat auch schon oft relativ schwache Filme gekürt. Ich würde nicht sagen, dass für die Foreign Language Filme der Oscar das absolute letzte Maß aller Dinge ist. Dabei möchte ich aber nicht immer diesen Preis und meine Freude schmälern. Es ist nur so, dass ich mich nicht angemessen mitfreuen konnte. Als mir dann irgendwann mal meine beste Freundin gesagt hat, jetzt freu dich halt mal und halt die Klappe, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich mich mal ein bisschen mehr freuen. Aber ich fand das so extrem, wie die Welt reagiert hat. Aber eben auch, weil ich dann die Erste war, die lange nach Volker Schlöndorff wieder für Deutschland ins Ziel gerannt bin, war dann der Wirbel so wahnsinnig groß. Vielleicht war es schon, ist es jetzt schon wieder ein bisschen anders, wenn jemand einen Oscar gewinnt. Jetzt ist es nicht mehr so ganz scheinbar unmöglich, dass man den auch mal nach Hause holt, vielleicht. Ja, das war mit Sicherheit 23 Jahre, das war eine sehr lange Zeit und man hat dem sehr entgegengefiebert. Ich würde ganz gerne, weil das hat mich ein bisschen angestachelt, muss ich sagen, dass Sie mal nicht nur immer dasselbe sagen zu den Oscars. Ich habe ein Interview mit dem Bundesverband Regie gefunden. Das hatte den spannenden Titel, den Satz haben Sie gesagt, ein Oscar ist wie eine Reise, die man alleine macht. Und das haben Sie gesagt, ja. Und ich fand das bemerkenswert. Also das ist etwas, ich habe mir dann überlegt, wie ist so eine Reise, die man alleine macht? Ich finde, die ist immer besonders intensiv auf eine Weise. Aber hinterher ist es schade, dass da niemand dabei war, mit dem man das so wirklich komplett teilen kann. Ich muss mich jetzt erstmal erinnern, was ich damit gemeint habe. Stand es in irgendeinem Kontext? Es war Ich kann sogar die mich nicht mehr. Überschrift des Interviews Ja, dann und am was kam Ende. dann noch? Habe ich das in, Ich habe jetzt, in, das könnte es Ihnen zeigen, aber ich habe es Naja, leider gut, es ging mir schon oft so, dass ich merkwürdig einsam mich gefühlt habe in den Momenten des größten Triumphes. Und ich weiß gar nicht, was daran hätte anders sein müssen, dass man sich noch mehr tatsächlich freut. Also was ist Freude? Da kann man jetzt philosophieren. Was macht einen wirklich glücklich? Es ist wirklich tatsächlich wahrscheinlich so, dass man Freude vor allem teilen möchte. Es ist ja nicht so, dass ich keine lieben Menschen um mich herum habe. Mein Mann macht ja auch Filme. Zum Beispiel, also weiß auch durchaus das mit einzuordnen und freut sich dann auch mit mir, aber vielleicht, weil man dann so permanent umgeben ist von fremden Menschen, die einem angeblich so nah sind, die man aber gar nicht als so nah empfunden hat, bis zu dem Moment des großen Erfolges. Und dann feiert man und dann geht man eben in sein Hotel und ja, dann ist man dann manchmal eben auch so konfrontiert damit, mit diesem Gefühl, oder ich jedenfalls, vielleicht nicht jeder, aber ich habe das auch schon mal gehört von anderen Leuten, dass sie dann sagen, in diesen Momenten geht man und fühlt sich merkwürdig leer, weil man irgendwie das Gefühl hat, man empfindet nicht der Situation angemessen, weil man angeblich so viel empfinden muss. Und dieses Gefühl hat sich bei mir nicht unbedingt eingestellt. Also das ist dann klar, man kann das erzählen und jetzt freue ich mich fast entspannter, als ich mich vielleicht manchmal damals gefreut habe oder so. Dafür muss man vielleicht auch die Hintergründe kennen. Jenseits der Stille war ihr Spielfilmdebüt nach der Hochschule, ihr erster Langfilm in der Form. Und das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Also wenn Sie jetzt vorher quasi schon 10 Filme gemacht haben und quasi erlebt haben, wie das normalerweise ist, ich glaube, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn man direkt beim ersten Film so alles mitkriegt, was man eigentlich beim Film erleben kann. Ja, also das war schon wirklich wahnsinnig toll. Da war ich so jung und ungebunden und dann haben wir einfach mal gedreht und so einen gefakten Verleih da reingeschrieben in die Filmförderung. Man bekommt ja nur Geld von der Filmförderung, wenn man auch einen Verleih hat, der verspricht, dass er den Film hinterher irgendwie ins Kino bringt. Da hatten wir keinen gefunden, dann haben wir uns da was zusammengemogelt. Das darf man jetzt, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, wenn nicht nachträglich Das ist noch belangt verjährt, werden. definitiv. Und dann hat uns da einer sozusagen für ein Abendessen so ungefähr da seinen Stempel draufgehauen. Dann haben wir also beim Drehen nie gewusst,
ob der Film überhaupt jemals ins Kino kommt. Dann haben wir dieses Ding gedreht und hatten beim Drehen schon das Gefühl, das ist was Besonderes, aber wer weiß, ob das irgendjemanden interessiert. Dann haben wir den Film ins Kino, dann haben wir den Film geschnitten, dann kam ein Mensch von einem sehr großen Verleih von Buena Vista vorbei und hat gesagt, das ist ja unglaublich, der ist ja großartig, den bringen wir ins Kino. Und wir so, wow, jetzt kommt der wirklich ins Kino. Dann lief der ganz langsam an, nicht sensationell gut, hatte aber schon gute Kritiken. Und dann lief der auf einmal immer, wurde immer mehr und die mussten Kopien nachliefern und er wurde immer, und wir dachten, toll, das war schon so eine große Freude, damit wäre es ja fast schon gut gewesen. Aber dann lief er noch auf allen möglichen Festivals und hat alle möglichen Preise gewonnen. Und dann war er dann irgendwann auch noch 2 Jahre später im Ausland verkauft und dann auch noch eben für einen Oscar nominiert. Dann sind wir da als Truppe nach Los Angeles gefahren und das war wie eine einzige große Party und es kam immer noch mehr, als wir jemals erwartet hätten und das war wirklich eine uneingeschränkte Freude, das war wie ein Rausch, wir mussten ja auch nie auf die Bühne, wir hatten es aber trotzdem lustig da und das war dann noch in so einer Lebensphase, wo man so guck mal, da kommt Madonna durch die Tür und boah, guck mal, da steht Robert De Niro, mit dem habe ich dann auch geredet und das war einfach alles Wahnsinn. Eigentlich wollte ich das später fragen, aber wenn Sie Robert De Niro schon ansprechen, so ein Gespräch beginnt ja nicht einfach so. Wie kam das zustande? Geht man da auf den zu? Kommt der auf einen zu? Wie fängt so ein Gespräch an? Na, leider kam der nicht auf mich zu. Ja. Das ist ja umso mutiger, mein Gott. Also. Ja, nee, also den finde ich ja so toll, dass ich dann schon mal wirklich hingehen musste. Und der stand da so alleine in der Ecke und hat als erstes gesagt, how I hate these Veranstaltungen, was weiß ich, how I hate parties like this, I really do hate them und so. Und dann hatten wir so ein Thema, warum er das so schrecklich findet und dass er eigentlich das alles nicht mag, diesen Rummel, und dass das nicht der Grund ist, warum er Filme macht und so. Und es war dann sehr offen und sehr nett und wie die Amerikaner ja auch sehr oft sehr offen dann sind bis zu einem gewissen Grad und man sehr schnell ins Gespräch kommt. Und dann hat sie natürlich erkundigt, was ich hier eigentlich mache und ach, really, a first movie, wow und so. Und das war wirklich ein gutes Gespräch. Es hat mich vor allem beeindruckt, weil er eben der ganzen Situation so kritisch gegenüberstand und nicht so, wow, Oscar, sondern eher auch ein kritischer Mensch zu sein schien. Das fand ich irgendwie faszinierend als junges Madel. So jung war ich ja gar nicht mehr, aber jünger als jetzt. Schon. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter vorne ansetzen. Allein die Nominierung von Jenseits der Stille, das war ein Jahr, in dem ganz viele gute deutsche Filme da auch aufkamen. Ich nenne mal ein paar Titel. Die Apothekerin, Bandits, Knocking on Heaven's Door, Das Leben ist eine Baustelle, Winterschläfer von Tückwer, Rossini oder die Comedian Harmonists waren so die Konkurrenten. Die 1998 also zur Debatte gestanden haben, sage ich mal. Und ich glaube, das ist schon mal, also da habe ich gelesen, das wäre schon alleine so eine riesen Überraschung gewesen, weil Filzmeier, haben Sie mal gesagt, hätte da sogar so ein paar Tricksereien versucht. Ja, also er hat ja da irgendwie ein Kino gemietet und da Nachmittagsvorstellungen gemacht. Ach so, das war das. Oh ja, genau. Man muss ja gelaufen sein, um überhaupt dafür sich zu qualifizieren, als in Deutschland von den Deutschen sozusagen vorgeschlagen zu werden. Da muss der Film schon mal im Kino gelaufen sein in Deutschland. Und das war Comedian Harmonists noch nicht. Und dann hat der Sepp das so vorgezogen, so ein bisschen unlauter. Also so einen inoffiziellen Start vor dem richtigen Kinostart. Und das war natürlich so eine Bedrohung, weil der Film, das war ja auch ein Thema, was in Amerika gut angekommen ist. Aber irgendwie haben sie sich dann doch die Deutschen für Jenseits der Stille entschieden, ja. Was bei 1,7 Millionen Zuschauern, glaube ich, keine große Verwunderung hervorrufen sollte eigentlich. Das hat mit den Besucherzahlen wirklich nicht ganz so viel zu tun, weil das nicht unbedingt übertragbar ist auf das, was die Amerikaner mögen. Also ich meine, wenn man das blöd sagen darf, dann ist es natürlich so, dass man weiß, dass die Amerikaner in dieser Sparte, Best Foreign Language Movie, gerne Filme sehen, die sich entweder mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen oder mit Handicapped People oder Heartwarming in irgendeinem Sinn sind. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man sieht, was für Filme da ausgezeichnet wurden, dass sie da eine gewisse Affinität haben. Aber Comedian Harmonists wäre natürlich in dieser Beziehung auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Ja. Und dann haben Sie im Fernsehen gesehen, dass der Film nominiert ist. Und was beginnt dann?
Also was kann ich mir vorstellen? Da ist ja noch eine gewisse Zeitspanne bis zu den Oscars dann. Sie waren vorher auf vielen internationalen Festivals auch schon gewesen, aber plötzlich muss man eine Tour durch die USA planen. Eine Promotion-Tour nehme ich mal an. Man hat viele Kontakte zu Verleihern, Partys, wie auch immer. Was passiert dann in dieser Phase dazwischen? Na, das war dann schon mal die erste Erkenntnis, dass unglaublich viele Menschen angeblich diesen Film mitgemacht haben. Leute, die man zum Teil tatsächlich kaum gesehen hat oder die dann alle mitreisen wollen auch. Also es ist ja wirklich verblüffend, was für eine Entourage sich dann in Bewegung setzt. Und Menschen, die dann alle sagen, sie müssen da unbedingt dabei sein, weil sie ja schließlich in allergrößter Verantwortung das Gelingen dieses Films mit beeinflusst haben. Und okay, das mag ja auch seine Richtigkeit haben. Aber das fand ich irgendwie, das bleiben ist, also in Erinnerung, dass ich wirklich dachte, das ist ja verrückt, wir sind wirklich so busladungenweise dann dahin geflogen nach Los Angeles. Und dann gibt es dann natürlich da unglaublich viele, ja, also wir haben ja gar nicht so viel Geld gehabt. Also ich hätte noch nicht mal richtig viel Geld gehabt, um mir ein ordentliches Kleid zu kaufen oder sowas. Ich habe ja diesen Film für quasi kaum eine Gage gemacht und habe auch nichts mit dem Film verdient oder so, nicht wirklich. Und dann gibt es dann so ein Budget auch wieder von der Filmförderung dafür und dann muss man natürlich Promotionarbeit machen. Fürs Kleid. Nein! Ach so, doch, auch. Ja, die hätten echt? Auch da irgendwas, aber dann gab es ja dann jemanden, der mir eins geschenkt hat. Also das gibt es dann auch. Aber aber dann gibt es dann so ein Budget und das ist natürlich eigentlich mini im Vergleich zu dem, was manche anderen großen Studios, die dann, wenn man schon in Amerika einen Verleih hat, dann haben die Amerikaner natürlich allergrößtes Interesse daran, den Film ganz gut, also zum Oscar zu führen und auch den Oscar zu gewinnen. Und die haben natürlich ein wahnsinnig großes Budget, dann wirklich Werbung zu machen und den Regisseur auf Tour zu schicken. Ich habe da nicht so viel gemacht. Wir haben nicht so viel gemacht. Wir waren bei manchen Academy Screenings dabei. Die waren auch ganz beeindruckend, muss ich sagen. Also für die Mitglieder, die ihn da quasi sichten, oder? Genau. Für die Leute, wenn der dann nominiert ist, der Film, dann wird der Film ja nochmal ganz viel gezeigt und damit die Mitglieder der Academy die Möglichkeit haben, diese 5 Filme zu sehen und dann abzustimmen. Und da war ich überrascht, wie alt die Leute sind, die da reingehen. Also das ist nicht so, dass sich die ganze Academy von, also diese großen Namen, die wir da oben gesehen haben, dass die sich dann da alle in die 5 Foreign Language Filme setzen, sondern die Menschen, die da kommen, sind so Hollywood-Veteranen. Und das entscheidet natürlich auch ein bisschen dann darüber, was für Filme im Endeffekt ausgezeichnet werden. Also das neueste, jüngste, innovativste, verrückteste europäische Kino hat da natürlich absolut überhaupt keine Chance und solche Filme gewinnen ja da auch nie. Also deswegen auch immer diese Wahl von also sehr oft auch Zweite Weltkrieg und Drittes Reich eben oder diese Themen, die diese Zuschauer dann ganz besonders bewegt oder beschäftigt. Ja, eben ein sehr konservatives Publikum. Sehr, sehr alt eben, genau wie Sie es auch sagen. Und eigentlich auch ein sehr kleiner Kreis, wenn man so die ganze Academy sich vorstellt. Ja, also überhaupt die Filme, die Foreign Language Filme nominieren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat die Academy mittlerweile? Einige Tausende. Und diese Foreign Language Filme, das war damals zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das ist ja dann nur eine ganz kleine Truppe. Die müssen ja dann auch wirklich alles angucken. Und es ist ja nicht so, dass man dann das Gefühl haben kann als Regisseur, mich hat jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Steven Spielberg und was weiß ich, wer alles gewählt. Sondern es sind ja dann nur eine ganz kleine Truppe von Leuten, die einen dann zu diesem Sieg führen, sozusagen. Klar. Kommt man mit denen irgendwie in Kontakt? Kann man da Werbung machen in irgendeiner Weise? Oder bei diesen Screenings, wenn sie da dabei sind, wird man da befragt mit den anderen 4 nominierten Regisseuren? Oder? Die Academy macht ein sehr schönes Programm. Die machen ein Director's Dinner. Da werden sehr namhafte Regiekollegen eingeladen. Amerikaner sitzt man an großen Tischen und kommt mit allen ins Gespräch. Man wird vorgestellt. Die nominierten Regisseure werden in der Academy auf einer Bühne zum Gespräch eingeladen. Das moderiert auch immer ein namhafter Regisseur, ein Regiekollege. Norman Jewison war das. Genau, Norman Jewison war das. Und es gibt viele Veranstaltungen, wenn man mal nominiert ist. Ja, wenn man nominiert ist, dann gibt es schon einiges. Und wenn man den Preis gewinnt, das ist dann schon so, dass dann auch wirklich ihn alle gucken. Also bei Nirgendwo in Afrika hatte ich schon sehr stark das Gefühl, dass dann wirklich alle, dass die Amerikaner sind sehr fleißig, die Leute in der Filmindustrie. Also sie lassen sich dann auch nichts entgehen. Sie wollen dann auch wirklich gucken, was ist das? Wer hat da gewonnen? Was ist das für ein Regisseur? Können wir den irgendwie uns schnappen, bevor es jemand anders tut?
Harvey Weinstein hat mich nach der Nominierung von Jenseits der Stille angerufen. Weiß ich noch, da stand ich auf der Berlinale bei einer Veranstaltung, klingelt mein Telefon. Hi, this is Harvey. Caroline, you made me cry. I want to talk to you. I have to talk to you. Und dann hat er mir so einen ganz grottenschlechten Vertrag angeboten. Nein, also er war nett, dass er mir überhaupt einen Vertrag angeboten hat. Aber ich sollte so 5 Filme für, weiß ich nicht mehr, irgendwie ganz wenig Geld machen. Aber es ist doch schließlich Harvey Weinstein und so. Und ich habe gesagt, what kind of movies sind denn das überhaupt? Und so, we will see that. We will see that later, Caroline. Und dann habe ich keine Lust gehabt, mich zu binden. Nicht wegen dem Geld, sondern weil mir das alles irgendwie ein bisschen unheimlich war. Ich hatte dann auch das Gefühl, dass er, das hatte ich eben dann manchmal so in diesen ganzen Prozessen, ich habe mich so gefragt, bin ich wirklich gemeint? Also geht's wirklich, im Grunde war mir in jedem Moment klar, dass ich ein extrem kleiner Fisch in diesem ganzen Becken bin. Und dass er mir zwar in diesem Moment, wenn er mit mir spricht, den Bauch pinselt und mir schöne Sachen sagt, aber wenn ich dann auf irgendeinem Empfang da rumstehe und dann stehen da diese ganzen Kaliber, bin ich natürlich nicht wirklich wichtig. Und ob ich jetzt das unterschreibe oder nicht, ist ihm auch wurscht. Aber erstmal, bevor jemand anders mich anspricht, probiert er es halt dann mal oder so. Dazu passt auch so ein bisschen, dass Sie dann für die Zeit dort eine Agentin hatten. Nadja hieß die. Was Sie alles wissen. Naja, aber ich habe vor allen Dingen, Sie haben ein Interview gegeben dazu, wo Sie sich über die vor allen Dingen beschwert haben, wo genau das auch so ein bisschen rauskam, dass die gar nicht gemeint waren ganz oft, sondern dass da quasi so ein Programm abgespult wurde, das gar nichts mehr so mit Ihnen zu tun hatte, wo Sie auch gesagt haben, Sie hätten viel lieber ganz andere Sachen gemacht, so ein bisschen. Ja, das war eine sehr große Agentur, William Morris. Wenn die einen bitten, dass sie einen vertreten dürfen, dann ist man natürlich auch wahnsinnig geehrt. Und ich da so, ja, Wahnsinn, okay, why not? Dann ist es aber auch eine ganz junge Agentin, also wahnsinnig jung. Es gibt ja auch sehr viele sehr, sehr junge Mitarbeiter dann in diesen ganzen großen Agenturen und so. Und die war dann so ehrgeizig und wollte dann auch unbedingt was erreichen. Also wirklich so eine ganz junge, taffe Lady. Und die hat aber dann so Sachen gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben. Die hat zum Beispiel gesagt, du musst alleine, am besten mit irgendeinem Star aus einer Limousine bei der Verleihung aussteigen und vorfahren. Du darfst nicht mit deinen Kumpels aus Deutschland aus dem Auto kommen. Das ist total blöd. Du sollst mit einem Star und wir kriegen da jemanden. Der kriegt dann wahrscheinlich $1,000, dass er mit mir aus dem Auto steigt. Und ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Und dann stand da mein Komponist, der für ein Appel und ein Ei die Musik für diesen Film gemacht hat, der Nicky Reiser, ein großartiger Komponist, meine zwei Produzenten, die ich von Herzen liebte da. Und wir haben, und der Gernot Roll, der Kameramann, wir haben den Film zusammen gemacht. Dann soll ich mit einem Menschen, den ich gar nicht kenne. Also sowas ist für mich halt echt überhaupt nichts. Das konnte ich dann leider nicht machen. Und dann hat Nadja schon gedacht, ach, wieder so eine komplizierte Europäerin, die nicht kapiert, worum es hier geht. Und dann habe ich das immer alles nicht gemacht. Dann haben wir uns auch irgendwann getrennt. Die hat sich dann einfach irgendwann überhaupt nicht mehr gemeldet. Also eine Weile hat sie was probiert und dann irgendwann war sie, glaube ich, gefeuert oder so. Weil sie dann auch wieder, die sind ja auch alle nur auf wackeligen Stühlen. Die kommen, schneiden so durch die Agenturen durch und... Und es war gar nicht so schlecht, dass sie dann ihre eigenen Leute in dem Auto sitzen hatten, weil da ist ja was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Ja, das ist ja jetzt eine weniger wichtige Episode, aber die hat mich sehr beeindruckt. Ja, das war, als ich meine Ohrringe verloren habe, das habe ich aber auch schon oft erzählt. Da kriegt man ja für so Veranstaltungen alles, was man möchte dann. Bulgari hat gefragt, ob ich Schmuck brauche und dann habe ich mir so wunderschöne Hänge Brillanten oder was ausgesucht für $60,000 und die hat mir dann so ein Security-Typ ins Hotelzimmer gebracht und mir noch so schicke Sonnenbrillen geschenkt und alles und gesagt, er holt die morgen wieder ab und have a great evening, I hope you win, Caroline und so. Und dann habe ich mir die die Ohren geklemmt und die waren, haben so weh getan, das waren Clips. Und die haben so gedrückt, also damit die auf keinen Fall runterrutschen, glaube ich, haben die so straff eingestellt. Die haben mir wirklich die Durchblutung gestoppt. Und dann haben die so wehgetan, dass ich mir die immer abmachen musste. Ganz schlecht. Und dann habe ich die im Auto in der Limousine abgemacht mit Jakob und Thomas und Niki und wer da alles mit mir saß. Und dann klingelte immer das Handy und Radio Gong will wissen, wie es uns gerade geht oder sonst was aus Deutschland an der Presse angerufen und gequasselt und gefeiert und schon den ersten Champagner getrunken auf der Fahrt in der Stretch-Limo zum roten Teppich. Und dann gehen wir über den roten Teppich und der Jakob, der Produzent, sagt, Caroline, man ziehst jetzt mal deine Ohrringe an. Also wenn du sie jetzt nicht anziehst,
dann brauchst du sie ja auch überhaupt nicht anziehen, weil hier sind wir jetzt auf dem roten Teppich, guck mal, du wirst andauernd fotografiert. Dann habe ich gesagt, Jakob, habe ich die nicht an? Ich habe die nicht mehr, wo sind denn die? Und dann hatte ich die verloren und das werde ich auch nie vergessen, Jakob, super, Carolin, ruhig bleiben, weil die sind, glaube ich, schon versichert, aber es ist ein Big Deal, also wenn solche Ohrringe oder so ein Schmuck verschwindet, kann das ja auch natürlich Betrug sein und das glauben die nicht so einfach, wenn man sagt, ich habe die verloren. Und dann ist der Jakob mit mir über den roten Teppich wieder zurück zu den Limousinen gerannt. Und eine Limousine sieht aus wie die andere. Eine und da schwarze, stehen 1200. Ja, schwarze, lange Limousine. Auf einem riesengroßen Parkplatz. Und dann haben wir aber unseren Fahrer erkannt, weil der war so komplett tätowiert oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Und der hat sie dann unter den oder in der Ecke unter den Fußmatten dann gefunden, Gott sei Dank. Und dann sind wir zurück. Und das war dann ganz gut, weil das war dann viel später, als wir eigentlich unseren Slot hatten, über den Teppich zu gehen. Und da kamen dann die ganzen großen A-Stars sozusagen, also die richtigen Big Names. Wir wurden ja schon irgendwie 2 Stunden vor denen eigentlich über den Teppich gescheucht. Und wir gingen dann, Jakob und ich, wir gingen dann so zwischen den Top-Stars so dann noch mal über den roten Teppich mit Ohrringen. Und es gibt Fotos mit Ohrringen und ohne. Und das ist überhaupt kein Problem, dann auch ein bisschen später da unter den ganzen Stars dann da drüber zu laufen. Als wir rausgegangen sind, haben wir natürlich mit diesen, da gibt es ja solche Gates da, so Flughafen-Piepser-Dinger, haben wir natürlich mit denen gesprochen und sowas kommt schon mal, glaube ich, vor, dass irgendeine Dame was vergessen hat oder so und dann kriegt, weiß ich nicht mehr genau, was wir da für ein Erkennungszeichen bekommen hat oder er hat sich uns gemerkt oder wie auch immer, also wir durften dann nochmal durch. Sie hatten 7 Leute dabei. Durften Sie sich das selber aussuchen, wer da mitkommt oder ist das Sache der Produzenten? Nee, man kriegt, also 7 Tickets kriegt man gar nicht. Also das mag, du magst, ja, genau. Also eigentlich sitzt man da vorne, glaube ich, zu viert. Genau. Und dann hatten wir noch Tickets ganz hinten da auf dem Balkon irgendwie und das sind ja immer große Streitigkeiten, wer da sitzen darf. Also ganz große Streitigkeiten. Martina Gedeck hat auch, glaube ich, gesagt, Ehefrauen haben da nichts zu suchen. Das fand ich auch ziemlich gut, weil Florian Henkel von Donnersmarck hat auch seine Ehefrau mitgenommen, anstatt sie. Was sie zu diesem Satz bewogen hat, das fand ich gut. Ehefrauen haben da nichts zu suchen. Nun habe ich Gott sei Dank einen Mann, der da sowieso nicht mit will. Deswegen war das jetzt bei mir leider kein Thema. Aber die Witwe von Logi Waldleitner wollte unbedingt mit. Und also keine Rolle. Howie Siegel mit seiner Frau. Die mussten dann leider auf dem Balkon, aber immerhin mit rein. Und so. Beth Serlin war dabei noch. Ja, genau. Und gab es dann da wirklich im Vorfeld noch so ein Gefeilsche, irgendeinen Schauspieler, der unbedingt mit wollte und wie läuft dann sowas ab? Oder sagt man dann, ja, du hast jetzt hier eine Einladung? Also die Sylvie Testu wollten wir unbedingt mitnehmen, aber die konnte gar nicht, die hat gedreht, die wollte unbedingt kommen, aber die Regisseurin von ihrem französischen Spielfilm, an dem sie gearbeitet hat, hat sie nicht gehen lassen. Ansonsten, nee, das war dann schon eigentlich relativ schnell klar. Natürlich möchten die ganzen Finanziers auch immer mit und so. Ich muss auch sagen, ich verstehe gar nicht, warum sie so geizig sind mit den Karten, weil es ist ja meistens an einer sehr großen Location. Und jetzt zum Beispiel war ich vor 2 Jahren oder was, 3 Jahre schon her mit der Caroline Herfurth, mit der Hauptdarstellerin von meinem letzten Film, mal dort. Und es war nicht so schwierig, gar Karten zu bekommen. Also das muss man dann halt bezahlen, kosten $300 so ein Ticket. Aber das hätten die natürlich damals gerne alle bezahlt, ich weiß nicht. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Naja, es ist doch eine große Anzahl von Filmen. Also ich denke mal, es wird dann vielleicht ein logistischer Aufwand auch. Ja. Sie haben ja einiges auch wiedererkannt in dem Trailer, den wir vorher gezeigt haben. Also in Ihrem Jahr hat Billy Crystal zum 6. Mal moderiert und es war das große Jahr von Titanic, 11 Oscars. Wie kriegt man das so mit? Es gibt diesen wunderbaren Artikel von Michael Alten, der schrieb dann in der Süddeutschen mit im Paddelboot neben der Titanic und führte ein Interview mit Ihnen. Also wie war das? Also Titanic, so einen großen Sieger mitzukriegen, das ist ja auch eher selten. Ist dann eher eine größere Frustration unter den Leuten um einen herum oder wird das einfach genauso wahrgenommen, wie wenn das unterschiedliche Sieger sind? Also ich glaube, ich habe eigentlich mir noch nie so wenig Gedanken gemacht über den, der dann noch ausgezeichnet wurde, wie in diesem Jahr, als ich da tatsächlich saß, weil ich so nervös die ganze Zeit war und dachte, wenn wir jetzt gewinnen, was sage ich da, wie gehe ich da auf die Bühne, hoffentlich falle ich nicht hin und so ein Zeug. Ich habe da überhaupt nicht richtig darauf geachtet. Es war schon ein bisschen langweilig, dass immer der gleiche hoch und runter gegangen ist. Daran erinnere ich mich natürlich und
und die anderen Kollegen, die mit mir nominiert waren in meiner Kategorie, an die erinnere ich mich noch zum Teil auch, der gewonnen hat, der Film Character Holland, von Mark van Diem, den ich ganz ehrlich nicht so toll fand. Habe ich dann nicht verstanden, wieso jetzt ausgerechnet der gewonnen hat. Aber ansonsten waren wir eigentlich erst entspannt, als wir nach der Verleihung dann auf diesem Governor's Ball waren. Das ist das große Essen im Nachbargebäude, Raum. Und das war dann sehr schön. Und da kam man dann auch mal vielleicht mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch. Waren Sie denn vorbereitet für eine Dankesrede? Sie haben 45 Sekunden. Ist auch nicht so einfach, in die Zeit dann ja, ich habe mir irgendwas überlegt, aber ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt war. Also irgendwas, dass man Foreign Language schauen soll. Subtitled Movies have to be supported oder irgendwie sowas. Was ich auch interessant fand, dass Bernd Eichinger danach noch eine Party für Sie geschmissen hat, obwohl der bei dem Film ja noch gar nicht dabei war. Das war erst bei Nirgendwo in Afrika. Ach so. Ja, ich war aber auf dieser Party gar nicht, aber es war eine Party für die Deutschen, das hat der Bernd allerdings jedes Jahr gemacht. Er hat immer eine Party für die Deutschen in Hollywood gemacht und also wir waren da natürlich dann auch eingeladen und er war sowieso ein sehr großzügiger Mensch und ein Mensch, der gerne gefeiert hat, wie man weiß. Klar. In dem Jahr hatte Sharon Stone verkündet, dass der holländische Beitrag gewonnen hat. Ein paar Jahre später stand da vorne dann Selma Hayek und die sagte dann die richtigen Worte, and the Oscar goes to Germany. Aber da waren sie gar nicht da. Da waren sie zu Hause und seitdem weiß ganz Deutschland, dass sie einen weiß karierten Schlafanzug besitzen. Sie haben so viel darüber erzählen müssen, wie Sie diese Stunden verbracht haben. Und Sie sind so unterschiedlich. Mal sind Sie eingeschlafen, mal nicht. Dominik Graf war in Köln und hat es definitiv verschlafen. Das, glaube ich, weiß ich inzwischen. Aber schildern Sie doch einfach nochmal das Gefühl. Ich meine, die Tochter ist krank und es ist wirklich, man hat vieles anderes im Kopf als diese Oscar-Verleihung. Aber dann gewinnt man da plötzlich. Das ist ja so ein unglaublicher Gefühlszwiespalt, in dem man da so steht, kann ich mir vorstellen. Ja, also bei mir war es nun wirklich so, dass ich sehr gebeutelt war, psychisch von diesem Schock, dass mein Kind beinahe gestorben wäre. Die hatte eine Invagination, heißt es, eine Darmeinstülpung, die bei kleinen Babys innerhalb von kürzester Zeit zum Tod führen kann. Das habe ich eigentlich erst hinterher so richtig kapiert. Die wurde beim Füttern ohnmächtig und wurde ganz blau und was weiß ich. Ich war sowieso am Anfang so eine hysterische, sehr ängstliche Mutter. Es war alles immer nicht so einfach mit der Schwangerschaft und so weiter. Und dann ist das tatsächlich passiert, so als hätte ich das mit meinen vielen Ängsten fast provoziert. Und dann passiert das, dann war sie in der Klinik und dann waren wir zwar wieder zu Hause, aber es schwebte noch so diese Angst, dass ich das wiederholen könnte. Es gibt Kinder, die haben da so eine Neigung mit diesen Darmgeschichten und das hört dann nicht sofort auf, auch wenn der Fall dann einmal gelöst ist. Und dann hatte ich immer noch so ein bisschen Angst, dass das wiederkommt und Dominik war nicht da. Und ich war alleine und dann dieser Oscar, der war in diesem Moment für mich wirklich zu 85% Stress. Also es war wirklich der ungünstigste Moment in meinem Leben, um so ausgezeichnet zu werden. Das ist wirklich, das muss man einfach so sagen. Ich habe wirklich geschlafen, ich habe mir noch nicht mal einen Wecker gestellt für die Verleihung. Und dann irgendwann, weiß ich noch, hat mich ein Telefon geklingelt und hat dann 3 Tage nicht mehr aufgehört zu klingeln. Und da die erste, die mich erreicht hat, war eine junge Schauspielerin, die heißt Stefanie Stappenbeck, die kenne ich kaum. Die rief an, Caroline, ich freue mich so. Und ich so, was denn? Und dann habe ich den Fernseher angemacht und dann haben die alle darüber geredet, dass ich einen Oscar gewonnen habe im Fernsehen und auf diesem Teppich und auf der Party und Deutschland hat einen Oscar und so. Und ich habe es wirklich nicht geguckt. Ich habe dann mit Paulina auf dem Schoß, habe ich dann nochmal in der Nacht so ein bisschen geguckt und ab dem nächsten Morgen stand eine Presse vor meinem Haus und Sie sind ja zum Glück rechtzeitig geflohen. Sie mussten den Kinderwagen in die Werkstatt bringen. Da ist der Reifen. Was Sie alles so in. Ja. Ist das interessant? Das ist ja das Verrückte. Sie haben tatsächlich in diesen 10 Jahren, jedes Mal im Februar interessanterweise tatsächlich, so viel über den Oscar reden müssen, dass ich das Gefühl habe, das geht mir wirklich so, ich war bei allen Gästen, die wir hier hatten, aber war es nicht so extrem wie bei Ihnen, dass ich wirklich nahezu das Gefühl habe, ich weiß schon alles. Naja, so ist es ja wahrscheinlich auch. Aber das habe ich Ihnen ja gesagt. Nee, aber jetzt sagen Sie ja durchaus schon ein paar Sachen zusätzlich, die ich interessant finde. Ja, das ist schon der Punkt. Aber ich habe in der Süddeutschen war mal so eine kleine
Skizze oder so eine Karikatur, oder nicht Karikatur, also ein kleines Bildchen, da stehe ich, also eine Frau mit einem Kinderwagen und oben am Himmel schwebt ein Oscar und unten drunter stand ein Baby und ein Oscar im gleichen Jahr. Was für ein Jahr für Caroline Link. Und ich habe mir wirklich gedacht, ja, genau das ist das Problem. Das ist nicht das Tolle an dem Jahr, sondern das ist mir zu viel. Das geht, passt nicht zusammen. Eigentlich hätte ich natürlich dort sein müssen. Eigentlich hätte ich was machen müssen aus diesem Oscar. Das ist ja nun das, was mich seitdem begleitet. Was macht sie aus diesem Oscar? Oder was ich mir selber, den Stress, den ich mir selber dann zum Teil mache. Und das ist mir eben nicht so doll gelungen, weil ich doch sehr wie an der Bungee-Gummischnur mich immer zurückgezogen gefühlt habe. Das kann man auch wirklich nachvollziehen, weil die Presse schrieb ja wirklich von Ihnen als die Retterin, die Hoffnungsträgerin des deutschen Kinos. Das wurde auch ganz oft mit so Fußballmetaphern verglichen. Ja, ja, also das so ähnlich wie Nationalmannschaft muss man wieder die Weltmeisterschaft gewinnen. So 23 Jahre kein Oscar für Deutschland. Endlich klappt das wieder. Das war so ein Nationalding, glaube ich, zunächst mal. Ja, das war auch irre, weil im Vorfeld hat mich noch 2 Tage vorher, als ich gesagt habe, ich werde definitiv nicht kommen, und alle gesagt haben, wie, du wirst nicht kommen, das kann nicht sein, wir haben ganz gute Chancen, haben uns alle schon prophezeit, weil das Feedback um den Film war wirklich positiv. Und dann hat mich der Volker Schlöndorff angerufen und hat gesagt, Caroline, das kannst du nicht machen, du trittst hier für Deutschland an. Und hat mir richtig Druck gemacht, und da war und hinterher haben mich ja alle wahnsinnig, oder jetzt sagen immer alle, Frau Link, dass Sie damals wegen Ihrem Kind nicht dahin gefahren sind, da haben Sie bei mir so gewonnen. Das finden jetzt alle ganz toll. Damals haben sie mir wahnsinnigen Druck gemacht auch. Ja. Das ist, also es führte sogar dann auch zu diesem Nationalstolz so ein bisschen. Sogar die FAZ schrieb dann, ganz Hessen ist stolz in der Überschrift. Also das ist wirklich was, Sie werden dann auch vereinnahmt. Ich meine, Sie waren seit dem 16. Lebensjahr nicht mehr in Hessen und trotzdem... Ich war ab und zu mal hier. Ja gut, aber Sie haben nicht mehr da gelebt, ja. Genau. Und selbst eine so überregionale Zeitung wie die FAZ hat dann sowas so tituliert. Das finde ich schon auch sehr bemerkenswert. Ja, das ist eben auch das, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ich freue mich, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht freue. Aber das, was da passiert ist, das hat mich dann wirklich, das fand ich zum Teil grotesk. Also es war wirklich so, als hätte ich ganz großes Unheil von unserem Land abgewandt, oder als wäre Wunder was über uns sonst. Also es war einfach eine Nummer zu viel. Also es ist ja auch nicht so, dass nirgendwo in Afrika in Deutschland uneingeschränkt positiv aufgenommen worden ist. Die Kritiken waren ja sehr gemischt. Also es war schon ein sehr erfolgreicher Film. Wir haben auch deutschen Filmpreis gewonnen damit und hatten viel Anerkennung. Aber es gab ja auch ein paar Kritiken, die den Film jetzt nicht unbedingt zum großen kulturellen Erbe erklärt haben. Und dann auf einmal mit dem Oscar ist das, was man darüber geschrieben hat vor ein paar Monaten, irrelevant, und dadurch, dass das ausgezeichnet wurde mit dem Oscar, ist es jetzt der Meilenstein. Und das hat mich immer so irritiert, weil ich kann nur sagen, ich weiß dann schon, glaube ich, was es ist und was es nicht ist. Und ich finde immer, man wünscht sich Anerkennung in einem Maße, die stimmt, wo man wirklich gesehen wird. Also, und wenn das dann so übertrieben ist, dann... Nicht, dass ich finde, ich habe den Oscar nicht verdient. Es gibt viele Filme, die hätten ihn dann noch weniger verdient oder mehr oder keine Ahnung. Aber das, was in Deutschland dann daraufhin passiert ist, das fand ich irgendwie eine Nummer zu viel. Das fand ich zu viel. Das Argument kann ich verstehen, aber ich verstehe auch die andere Seite, die durchaus sagte, es ist an der Zeit gewesen, dass nicht nur die deutschen Komödien erfolgreich sind, sondern dass da endlich auch mal so ernsthaftes Kino, großes Kino gemacht wird, dass Deutschland, ja, die sich so ein bisschen verabschiedet haben aus diesem, ja, internationalen Angesehensein. Also das wird sogar hier bei die Zeit schrieb irgendwie, das erste Mal seit Fassbinder kann man das deutsche Kino wieder ernst nehmen, so. Also die Zeit schrieb das, ja, ja. Das fand ich schon auch bemerkenswert. Also dieses große Kino, das Sie da ja auch wirklich gemacht haben mit Nirgendwo in Afrika, das war, glaube ich, nochmal so der Quantensprung, um dem deutschen Kino auch wieder Mut vielleicht zu geben. Ja, aber nicht der Film war der Impuls. Und das ist ja das, worüber ich spreche. Nicht der Film hat irgendwas bewiesen, sondern diese Auszeichnung. Es ist ja eben bei Jenseits der Stille, habe ich mich gefreut über Journalisten, die geschrieben haben, in einem Umfeld von Komödien und sehr leichter Unterhaltung für junge Leute kommt ein Film, der überraschend anders ist und der erwachsen ist und der
zeigt, dass in Deutschland noch was anderes passieren kann. Das war bei Jenseits der Stille und das fand ich, das hat mich sehr, es hat mich tief gefreut, ja, weil es ist ja wirklich so gewesen, bei der Finanzierung von Jenseits der Stille haben alle gesagt, wer soll das sich denn anschauen, einen Film mit Gehörlosen, Made in Germany, das kann ja nur langweilig werden. Und dass das dann auch kommerziell funktioniert hat und dass das irgendwie gelungen zu sein schien, das hat mich wirklich sehr gefreut. Nirgendwo in Afrika war ja, wurde ja nicht gefeiert, weil es so ein anderer, mutiger oder sonst was für ein Film gewesen sei, sondern du wirst gefeiert dafür, dass du den Preis holst. Und das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Und das fand ich immer schon ein bisschen schwierig, weil die Zeit, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, die Kritik von Nirgendwo in Afrika in der Zeit war nicht so positiv. Die war nicht so, ja. Nee, und dann schreiben die dann irgendwie beim Oscar, was sie gerade sagten eben. Also das finde ich dann immer lustig. Gell? Dann ist dann die schlechte Kritik auch vergessen oder so. Bevor wir gleich Ihnen auch die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu stellen, ist natürlich auch wichtig, wie es dann weiterging. Sie haben ja selber schon gesagt, das hat Sie in gewisser Weise unter Druck gesetzt. Sie haben Chancen gesehen, sag ich mal, diesen Roman Aftermath, der dann später im Winter ein Jahr wurde, in den USA zu realisieren. Und dazwischen gab es noch dieses Projekt, also was ich wirklich gerne gemacht hätte, The Painted Veil, der bunte Schleier, Somerset Maugham Roman, der wurde mir gleich nach dem Oscar angeboten. Da kam ein Agent angeflogen, den habe ich am Flughafen in München getroffen. Der hat mir gleich als zweites gesagt, and your payment will be $1 million. Ich so, oh. Das hat er gleich so als erstes, damit ich jetzt mal hier gleich zum Punkt komme, weil sein Flieger ging gleich weiter, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, yes, that sounds good. Und das war auch wirklich ein ganz toller Stoff. Naheliegend, dass Sie da auf mich kommen, nach dem Oscar, eine Geschichte einer Ehe in China. Eine Frau, die den Verhältnissen nichts abgewinnen kann, unter denen sie da leben muss, eine Engländerin, sollte, naja, das war das große Problem, wer das dann spielen soll. Ihr Mann, der sie liebt, aber der mit dieser Diva da in diesem Land sozusagen nicht zurechtkommt. Und das ist natürlich ein Stoff, da hatte ich ja quasi gerade gezeigt, was ich damit machen würde wahrscheinlich, weil sehr ähnlich zu Nirgendwo in Afrika, im Grunde eben nicht in Afrika, sondern in Asien. Und da gab es dann, und da habe ich dann gleich mal was Wesentliches begriffen, einen Film in einer gewissen Größenordnung in den USA, kann man nur finanzieren mit einem sehr großen Namen. Also es geht nur darum, wer die Hauptrolle spielt. Und da gibt es dann die sogenannte A-List und die B-List. A-List ist eine Liste von 20 Leuten. Die gibt es ausgedruckt und wird ständig bearbeitet. Und das läuft dann auch wirklich so, wenn man sagt, ich hätte gern den Schauspieler. Entweder ist es eh klar, dass der auf der A- oder B-Liste steht. Wenn es zweifelhaft ist, muss da telefoniert werden. Dann sagen irgendwelche Banker, sagen dann, no, he's not on the A-List anymore. Geht leider nicht, kriege ich den Anruf, den kannst du nicht nehmen. Überleg nochmal einen anderen. Und so, also es ist ganz knallhart. In dem Fall hätte ich für diese Rolle gerne Nicole Kidman gehabt, weil die wollte das auch unbedingt spielen, weil diese Diva in der schmutzigen, einfachen Welt, das fand ich toll mit ihr. Ich habe sie dann auch mal getroffen. Ich bin dann nach New York geflogen und habe sie getroffen. Ich fand sie ganz bezaubernd, sehr offen, sehr, sehr warm und sympathisch. Ganz tolle Frau. Hat sich ganz viel Zeit mit mir genommen, um über den Stoff zu sprechen. Und die war dann aber auf einmal auch nicht mehr so weit oben. Die Produzenten wollten sie nicht. Sie haben gesagt, no, she's not hot. Und dann muss ich dann Nicole Kidman sagen, sorry, you're not hot. Oder so. Also nee, das geht ja überhaupt nicht. Das hat sie dann natürlich gespürt. Es war nicht so deutlich, aber sie wollten, dann kam der eine Produzent immer mit ihrer Freundin, Naomi Watts. Sie sind ja gut befreundet privat, beide aus Australien. Und die wollte ich aber nicht, weil ich die in der Kombination mit Edward Norton, der den Mann spielen sollte, fad fand, die zwei. Die haben es ja dann auch gemacht, ohne mich. Aber das fand ich nicht prickelnd. Und das war auch in dem Film im Ergebnis nicht prickelnd, weil die Diskrepanz nicht so groß war. Ich fand Nicole Kidman und Edward Norton, das hätte ich sofort geglaubt, dieser Mann verzweifelt an dieser Frau. Das fand ich irgendwie gut. Naja, auf jeden Fall ging es dann darum, dass Naomi Watts gemerkt hat, dass ich sie nicht will, Nicole Kidman irgendwann abgesagt hat, weil wenn man sie nicht will, dann will sie auch nicht, verständlicherweise. Und dann wollte Naomi Watts aber nicht mehr mit mir, weil ich sie am Anfang nicht wollte. Und dann hat irgendwie ihr Freund das gemacht oder ihr Mann oder was. Und das war dann eben ein Film, der daran gescheitert ist, dass diese Darsteller Komplikationen sich ergeben haben. Abgesehen davon hatte ich immer Bauchschmerzen, wie ich mit meinem immer noch kleinen Baby ein Jahr in China einen Film drehen soll. Also Dominik hat zwar gesagt, er hilft mir natürlich und irgendwie geht das dann schon,
Aber ich hatte da nie ein gutes Gefühl, weil das ist natürlich gleich extrem, so einen großen Hollywood-Film zu stemmen. Ich habe noch nie auf Englisch gedreht, mit solchen Kalibern und dann auch so ein Baby, was gerade krank war. Also wie gesagt, das hing mir immer, lag mir immer echt schwer im Magen, dieses Thema dann eben so lange weg zu sein. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Marokko einen Film gedreht. Da war ich 4 Monate in Marokko. Pauline ist jetzt 10. Aber 4 Monate ist auch für ein 10-jähriges Kind ganz schön lang. Da war ich 4 Monate weg. Da ist man dann halt weg. Hat mich einmal besucht. Aber das ist schon, muss man dann auch durchziehen. Das ist dann halt die Schattenseite unseres Berufs, sozusagen. Der kommt ja diesen Herbst ins Kino. Das kann man schon mal vormerken. Wir würden uns natürlich freuen, den auch hier präsentieren zu dürfen. Vielleicht mit Ihnen dann wieder. Gerne. Und aber ich würde gerne noch ein Wort zu Im Winter ein Jahr verlieren, weil das ist ja ein Projekt, das Sie zunächst in den USA realisieren wollten und dann aber irgendwann den Schlussstrich gezogen haben. Sean Penn war erst im Gespräch und dann aber irgendwann, okay, ich gehe zurück, ich mache es in Deutschland und ziehe das dort durch. Mit Sepp Bierbichler und wie sie alle heißen. Ja, klar. Das ist schon ein Schritt, wo man sich, glaube ich, sehr bewusst sein muss, was man eigentlich will. Also hier in Deutschland mache ich das ja immer so. Ich arbeite immer sorgfältig und relativ lang, leider sehr lang, an einem Drehbuch. Und dann rufe ich Schauspieler an, meistens rufe ich sie selber an, meistens auch auf der Handynummer. Dann treffen wir uns, dann reden wir und dann machen die das. In Hollywood funktioniert das ja so gar nicht. Da gibt es dann erstmal den Manager und den Agenten und den und jenen. Du bist das 180.000. Drehbuch, was bei ihnen auf dem Tisch liegt, was sowieso von ihnen selber nie gelesen wird. Anrufen kannst du die sowieso nicht, die Menschen. Ich schon mal gleich gar nicht als deutsche unbekannte Regisseurin. Das sortieren so viele Leute aus und dann halten sie dich zum Teil warm, weil sie nicht wissen, ob nicht noch was Besseres kommt. Dann muss man aber in Amerika den Topstars, die einen Film finanzieren können, das Drehbuch offiziell anbieten. Wenn du das offiziell anbietest, darfst du in dieser Zeit, wo der liest, niemand anderen das anbieten. Du kannst es nicht mehreren Leuten gleichzeitig geben, weil wenn die Ja sagen, wird der Film mit ihnen auch gemacht. Und deswegen sitzt du da und wartest und wartest und wartest, bis da endlich mal einer sich äußert und sich definitiv auch verpflichtet. Und erst wenn er sich verpflichtet, dann kannst du den Film ja eigentlich finanzieren. Also das ist sowas von mühsam. Und das versuchen natürlich mit dieser A-List so viele Leute, weil sie alle wissen, wenn ich da einen habe, dann kann ich den Film damit finanzieren, dass es natürlich extrem schwierig ist und lange dauern kann, bis da mal was zustande kommt. Und der Stoff war jetzt auch nicht so spektakulär, dass da sofort alle gesagt hätten, Yippie, weil das war ja eigentlich, die Hauptrolle war eigentlich dieses junge Mädchen und nicht der Maler. Genau, und nicht der Maler. Und deswegen war die für Top-A-List-Männer auch nicht so interessant, die Rolle von dem Maler. Und dann habe ich mir gedacht, da kann ich jetzt noch Jahre rummachen und warten, aber ich drehe es dann lieber einfach erstmal. Und dann fand ich das auch eine tolle Idee, mit dem Bierbichler mal zu arbeiten. Und das hat dann eben auch so funktioniert, wie ich das dann liebe. Da ruft man den an, dann sagt er, ja, kann ich schon mal. Und dann macht man das halt. Und diesmal ist er auch wieder dabei, habe ich schon gelesen. Aber nur in einer ganz kleinen Gastauftrittrolle, ja, genau. Alles klar. Gast ist das richtige Stichwort. Wenn Sie Fragen haben an Frau Link, dann melden Sie sich einfach ganz kurz. Wir kommen mit dem Mikro zu Ihnen. Das ist auch der Hintergrund deswegen, weil der Film ist sehr lang und Sie hatten auch darum gebeten, dass wir die Fragen vor dem Film machen und nicht nach dem Film. Genau. Also trauen Sie sich, wenn Sie eine Frage haben oder auch eine Anmerkung oder irgendwas rund um die Oscars wissen wollen. Auch das ist ja möglich. Mhm. Genau. Ja, hier vorne. Wir können ja auch. Okay. Ja, oder sonst, ich wiederhole hört die Frage. Nicht auf okay. Oben. Was ist für Sie das Wichtigste am Regie führen? Das Wichtigste am Regie führen? Also ich würde mal sagen, das Wichtigste für mich, das ist vielleicht tatsächlich bei jedem ein bisschen anders, ist die Arbeit mit den Schauspielern. Das ist für mich, glaube ich, das, was mir auch am meisten Spaß macht. Also Regie führen ist eine endlose Entscheidungsgeschichte. Es geht ja mit allem, also egal an welchen Orten es spielt, wie das Ganze aussehen soll und so weiter. Es ist ja, setzt sich ja alles irgendwie, alles ist gleich wichtig im Grunde. Aber wenn es dann dazu kommt,
zur Besetzung, zum Casting und dann eben zu der Arbeit mit den Schauspielern. Das ist das, wo ich auf Touren komme, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist der Beruf, den ich liebe. Und da ist das Casting natürlich sehr wichtig. Ich habe viel mit Kindern gearbeitet und damit eben mit Laien im Grunde, weil Kinder sind ja noch keine Profis. Und da ist das Casting sehr aufwendig immer gewesen. Und das weiß ich, da muss ich genau auf der Hut sein, weil damit steht und fällt dann doch sehr, sehr, sehr viel. Ja, ich probe viel. Also ich mache Leseproben. Erstmal nur durchs Drehbuch gehen, damit diese ganzen inhaltlichen Debatten, die man zum Teil führt, vor dem ersten Drehtag sozusagen geführt wurden. Dass man nicht am Drehtag anfängt damit, sich zu überlegen, warum sage ich hier eigentlich diesen Satz und was soll das jetzt eigentlich oder so. Sondern dass man diese ganzen szenischen, inhaltlichen oder psychologischen Fragen sozusagen am ersten Drehtag schon alle besprochen hat. Ich wollte gerne wissen, ob der Film Oscar gewonnen hat, auch mit dem Zweiten Weltkrieg, jüdische Familie und so zu tun hat, oder weil er ein guter Film gewesen. Sie möchten wissen, ob nirgendwo in Afrika den Oscar gewonnen hat, weil es ein jüdisches Thema ist? Ja, das kann schon ein bisschen mitschwingen da. Ja klar, es ist natürlich in der amerikanischen Filmindustrie, es gibt sehr viele kreative jüdische Menschen, die da sich für dieses Thema ganz besonders stark interessieren. Also es sind auch einige, zum Beispiel auch der Agent, der sich seitdem wirklich herzhaft darum bemüht, dass ich endlich mal einen Film in Amerika mache. David Gersh hat gesagt, der Film war für ihn und seine Familie, hat auch Familie gehabt, die ins Exil gegangen ist während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, war für ihn ein ganz wichtiger Film. Und das natürlich, wenn man irgendwie andocken kann an diese Situation, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass man so eine Geschichte einfach auch für sich selber wichtig findet oder gut findet. Ja, aber das ist hoffentlich nicht der einzige Grund. Es gibt ja nun sehr viele Filme, die zu dieser Zeit spielen und nicht alle werden dann auch für glaubwürdig befunden oder so. Sie haben das auch mal polemisiert so ein bisschen. Sie haben mal gesagt, meine erste Nominierung war ein Behindertenfilm, meine zweite Geschichte eine aus dem Holocaust. Beides sind ideale Themen, wenn man einen Oscar gewinnen will. Als Antwort auf das Geheimrezept, wenn man einen Oscar gewinnen will. So geheim ist es, glaube ich, nicht. Also das ist schon kein Geheimnis mehr, dass es da eine Affinität gibt in der Academy für diese Themen. Heißt ja nicht, dass jeder Film, der dieses Thema wählt, dann auch funktioniert. Nee, aber ich meinte auch in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, also jüdische Familie, Geschichte einer jüdischen Familie im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Zusammenhang, was es halt zum Beispiel Schindler lässt und das Leben ist schön und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe eine noch Frage, was ich heute mitbekommen habe, als Frau wieder in einem Beruf so stabilisieren oder halt sozusagen Fuß zu fassen, ist auch schwierig, auch als Regisseurin, ne? Das ist halt, also Fuß zu fassen fand ich ehrlich gesagt nie schwierig. Es hat nie mir jemand gesagt, du darfst es nicht, weil du eine Frau bist. Ich habe nie jemanden gegenübergestanden, der mir kein Geld gegeben hätte, weil ich eine Frau bin. Ich stand nie in einer Situation, wo ich gedacht habe, ich als Frau habe es jetzt hier doppelt schwer. Muss ich wirklich... Mein Herz, meine Seele und mein Verständnis davon, was es heißt, als Mutter in so einer ernsten Situation da zu sein, das hat mir verboten, sozusagen dahin zu fahren. Ich bedauere es auch wirklich nicht. Wenn ich so einen Trailer sehe, dann denke ich mal, hey, es wäre schon mal cool gewesen, da oben zu stehen. Aber im Herzen weiß ich natürlich, dass es gar keine Möglichkeit gewesen ist. Also es war nie eine Option, wegzufahren, während mein Kind so krank ist. Es war nie eine Option, geschweige denn sie mitzunehmen oder sowas. Das ist halt natürlich, ja, das ist, ja, es ist klar, es ist nicht, Kinder sind ein Problem, wenn man nur an Karriere denkt. Klar, es kann mir auch niemand erzählen, dass es anders ist. Also ich meine, es ist bei uns ja nicht das finanzielle Problem. Ich hätte mir schon vielleicht einen Babysitter leisten können oder sonst irgendwas, aber man kann sich ja das alles nicht kaufen. Man muss ja auch, man muss sich ab und zu entscheiden, denke ich mal. Ja, ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen. Mich hat etwas gestört. Sie hatten da ein Verhältnis beschrieben in China, einer weißen Frau mit einem Einheimischen und als dreckige Verhältnisse beschrieben.
von der gesehen, das hat mich etwas stilistisch gestört, das als dreckige Verhältnisse zu beschreiben. Ich meine, eine weiße Frau ist vielleicht ein bisschen dämlich hinsichtlich des historischen Hintergrundes einer solchen jahrtausendealten Kultur. Und von daher gesehen ist irgendwas daran dreckig und vielleicht ein unpassender Bezug. Das kann hat ja Frau sein, Linke ein gesagt, Europäer ist halt vielleicht ein unpassender Bezug hinsichtlich einer jahrtausendealten Geschichte, kultureller Tradition. Nicht wahr? Danke für Ihre Anmerkung. Hier ist die nächste Frage direkt. Warten Sie kurz aufs Mikrofon. Soll ich dazu nichts sagen? Oder wollen Sie? Nein, ich wollte nur sagen, dass es gar nicht um eine Beziehung zwischen einem Asiaten und einer weißen Frau ging in der Geschichte, sondern um ein englisches Ehepaar. Ein Asiate kommt da gar nicht vor. Ja, genau. Die nächste Frage hier links, ja. Entschuldigung. Ich habe eine Frage zu Ihren Castings. Es gibt ja unterschiedliche Arten, Castings zu veranstalten. Ich habe zum Beispiel mal für Vadim Glovner eine kleine Rolle gekriegt, neben Hannelore Elsner, weil er sich einfach eine Stunde mit mir unterhalten hatte und gesagt, ich bin der Typ dafür. Es gibt aber auch die explizite Form, wo dann Dialoge geschickt werden, die man auswendig lernen muss und die dann von Castingagenturen genau nachgespielt werden muss. Wie handhaben Sie das? Es kommt auf die Rolle drauf an. Also beim ersten Treffen mache ich das meistens nicht, dass die Leute schon vorher Text haben, den sie auswendig lernen. Und wenn, also es kommt auf die Größe der Rolle drauf an. Also es kommt darauf an, ob man eine gewisse Spontanität braucht in einer kleineren Rolle, wo man dann einfach was improvisiert mit den Leuten. Oder ob man in den zweiten Schritt dann geht, wo man nach dem ersten positiven Gefühl mal konkreter werden muss. Aber im Prinzip ist es schon so, dass ich eigentlich jeden Satz, der in meinem Drehbuch steht, den ich ja auch geschrieben habe, gerne einmal vorher gehört habe. Also in einer gewissen Phase, zweite, dritte Runde beim Casting vielleicht oder so, möchte ich dann auch irgendwann mal den Text hören, der da steht. Einfach, um das schon mal gehört zu haben. Ich möchte gerne einmal hören, wie dieser Satz aus dem Mund des Darstellers klingt, und das macht man dann bei den Proben oder beim Casting auch schon in einer gewissen Vorbereitungsphase, mache ich das dann auch irgendwann. Aber nicht unbedingt immer sofort, also beim ersten Treffen nicht unbedingt immer. Über welchen Stoff denken Sie im Moment gerade nach? An was arbeiten Sie gerade? Im Moment denke ich noch über meinen Marokko-Stoff nach, weil ich den jetzt ins Kino bringe und weil wir noch nicht ganz fertig sind mit den ganzen Entscheidungen zum Titel, Plakat, Rausbringungsart und Weise und so. Also ich sammle so ein bisschen das, was so kommt an Drehbüchern, aber ich habe mich noch gar nicht entschieden. Also ich mache immer gerne bei meinen Filmen jeden Schritt intensiv mit, und im Moment geht es noch um die Rausbringung von dem Marokko-Stoff. Hier oben, in der Mitte. Ja, ich habe eine Frage zu den Dreharbeiten von Nirgendwo in Afrika. Und zwar, wie die Menschen in dem Dorf dort, wo sie gedreht haben, reagiert haben. Wenn man da kommt mit so einer Idee, dort zu drehen. Und das ja, also so zumindest wie es aussieht, ja ein sehr kleines Dorf ist. Wie da die Reaktionen auf die Kamera waren. Also wir haben die nicht einfach überfallen, das wäre auch überhaupt nicht gegangen. Wir haben dieses Dorf, also meine Szenenbildnerin hat dieses Dorf gefunden. Es ist gar nicht so leicht, in Kenia noch Dörfer zu finden, die halbwegs unberührt erscheinen. Also die halbwegs, wo man etwas drehen kann, was in den 30er Jahren spielt und wo man glaubhaft sozusagen so ein Setting ansiedeln kann. Und wir, nachdem die Szenenbildnerin das gefunden hat, sind wir zusammen mit einem Ethnologen dahin gefahren. Und mit Menschen, die aus dieser Region kommen und die wir über Kontakte in Nairobi gefunden haben und die uns sozusagen den Zutritt zu diesem Dorf überhaupt möglich gemacht haben. Und dann gab es lange und ausführliche Verhandlungen und Gespräche und was das überhaupt bedeutet. Und in diesen Dörfern, in diesem einen Dorf, Mukutani, wo wir vor allem gedreht haben, die Menschen dort haben noch nicht mal Elektrizität. Also wenn wir da hinkommen mit unseren riesigen Scheinwerfern, Generatoren und Kühlschränken und weiß der Geier, das ist alles etwas, was sie gar nicht haben, dann muss man sie darauf erstmal vorbereiten und auch ihnen deutlich sagen, ist das okay, wollt ihr das? Und dann haben wir gemeinsam versucht, mit den Ältesten der Region
rauszufinden, was als Gegenleistung das Sinnvollste ist. Und die haben zum Beispiel gesagt, wir möchten nicht, dass ihr kommt, einige von uns aussucht und sagt, ihr kriegt dafür Geld, dass ihr mitmacht, und die anderen kriegen diese Möglichkeiten nicht, weil uns die Nase nicht so gut gefällt von dem einen oder von dem anderen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass alle irgendwie beteiligt werden und dass wir dem Dorf sozusagen etwas nicht bezahlen, aber die haben sich eben von uns gewünscht, dass wir ihnen eine Straße bauen, weil sie sind sehr schlecht angebunden an die nächstgrößere Ortschaft, und deren Wunsch war es dann, dass wir nach den Dreharbeiten eine Zugangsstraße für sie bauen. Ein Projekt, was für sie absolut unbezahlbar war. Und das haben wir dann gemacht für sie. Und also es war eine Verhandlungssache, und wir mussten ihnen lange erklären, wie Dreharbeiten aussehen, was da genau passiert, was in ihrem Dorf stattfinden wird. Aber ich hatte einen ganz tollen Ethnologen, den Benedikt Miro, der sich gut auskannte und der mit einem Übersetzer dort auch gelebt hat eine Weile, der zum Teil auch Szenen mit den Menschen geprobt hat, was sehr lustig war, weil sie alle mitmachen wollten, weil sie unglaublich spielwütig waren. Und wenn Sie den Film jetzt gleich sehen, können Sie sehen, es gibt irgendwann mal eine Szene, da ist ein Heuschreckenangriff auf das Dorf. Und das größte Problem, und die Menschen müssen alle in Panik Krach machen und die Heuschrecken vertreiben. Und die Heuschrecken sind digital eingesetzt, sie kamen natürlich nicht wirklich, aber die Menschen mussten trotzdem schreiend und panisch durch das Dorf laufen. Und das größte Problem war immer, dass alle gelacht haben. Also sie hatten so viel Freude beim Drehen und immer so, und ich war, bitte lacht doch nicht immer, ihr müsst Angst haben, Angst haben. Okay, Angst haben, wir haben jetzt alle Angst. Und dann haben sie wieder gelacht. Und das war einfach für sie so ein großer Spaß, dieses Drehen. Aber das Einzige, was sie überhaupt nicht verstanden haben, ist, wie lange wir da immer rummachen und warum wir alles 100-mal machen. Also, aber das versteht ja auch hier keiner, wenn man das hier macht. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort jetzt auch vor dem Film. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank, Caroline Link, für dieses wunderbare Gespräch. So toll, Sie hier zu haben. Cool. Dankeschön. Und bevor der Film jetzt losgeht, machen wir noch eine 5-minütige Pause. Das Filmcafé hat auch noch geöffnet. Wenn Sie noch ein Getränk wünschen oder Toilette aufsuchen wollen, dazu gibt es auf jeden Fall Zeit. Und dann geht's mit dem Film los. Viel Vergnügen mit Nirgendwo in Afrika.